Guten Morgen, Freunde, herzlich willkommen zu einem sehr spontanen Video heute. Wir haben es 8.04 Uhr. Ich bin vor 10 Minuten aufgestanden, deswegen sehe ich noch ein bisschen verklatscht aus. Ich dachte, ich mache heute ein spontanes Video, denn für mich geht es jetzt in ungefähr einer Stunde ins Gym. Vor Pre-Workout-Meal, Reispudding. Ganz wichtig, Freunde, falls ihr auch mit Gym durchziehen wollt oder schon dabei seid. Perfektes Pre-Workout-Meal. Aber ich werde euch heute nicht nur ins Gym mitnehmen. Ich hoffe, es ist nicht so allzu viel los. Sondern heute Abend steht ein spezielles Festival, zumindest in unserer Stadt, an. Ist mitten im Wald, ist sehr, sehr geil immer hergerichtet. Zumindest wenn die Nacht einbricht, sieht das unfassbar geil aus. Deswegen nehme ich euch heute mal mit. Vielleicht wird es ein chilliger Vlog, vielleicht auch nicht. Ich würde sagen, ich mache mir jetzt erstmal mein Frühstück und dann gehen wir entspannt ins Brusttraining. Aktuelle Form, ja, wird langsam. Ich bin gerade wieder in der Diät. Mittlerweile Woche 3, nee, Woche 2. Ich habe jetzt über 1,5 Kilo schon wieder weg. War noch nicht so eine ganz geile Diät, deswegen mehr Fokus, mehr durchziehen. Ich wiege mittlerweile das Essen ab. Fällt mir auf jeden Fall leichter. Es sind 1, 2, 3 Minuten mehr Aufwand. Und ich habe halt so, also ich trage das alles dann in eine App ein, unbezahlte Werbung. Ich nutze Yaseo, bin aktuell bei, falls jemand interessiert, bei 2000 Kalorien. Fahre ich gerade am besten damit, gehe nicht hungrig zu Bett oder so, sondern bei 2000 geht auf jeden Fall was vorwärts. Deswegen würde ich sagen, wir hauen uns jetzt 75 Gramm Reispudding rein. Vorbereitet, wie gesagt, 75 Gramm Reispudding, 30 Gramm Whey, dass wir schon mal die ersten Proteine gesaved haben. Ich lasse mir das jetzt schmecken. Wenn euch solche Videos auch gefallen, gerne Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Mittlerweile vom Gym wieder zu Hause. Jetzt gibt es erstmal was hinter die Kiemen. Zero Cola. Ich bin absolut süchtig nach Zero Cola. Wir haben hier Pasta mit Thunfisch-Tomatensoße. Selbst gemacht. Geile Nährwerte. Bisschen Eiweiß wegen dem Thunfisch. Lass ich mir schmecken. Und dann würde ich sagen, machen wir uns langsam fürs Festival fertig. Wir bereiten uns vor. Wir sind auf dem Weg zum Festival. Ja, ich nehme euch heute ein bisschen mit. Wird auf jeden Fall spannend. Und heute Abend eskaliert es, glaube ich, komplett. Wir wissen irgendwo schon, dass wir die Fahrräder abstellen können. Das Problem ist nur, dass ich in meiner Tasche Jacken drin habe und die werden safe heute Nacht geklaut. Das heißt, wir müssen irgendwo die Fahrräder hinstellen, wo keiner die Fahrräder eigentlich findet. Freunde, das ist die aktuelle View. Wir sind hier an dem wunderschönen Fluss. Hier unten steht einer, ich weiß nicht, mit einem Buggy oder so. Der kommt irgendwie aus Holland und der pennt einfach seit 2 Tagen hier. Ja,
Freunde, mittlerweile nächster Tag. Ich bin jetzt noch mal hier in der Nähe vom Festivalgelände. Das befindet sich auf der Seite. Vielleicht kann man es noch ein bisschen hören. Das Ganze geht jetzt noch 2 Stunden. Ich wollte, das habe ich nämlich gestern vergessen, ich wollte noch Drohnenshots machen, da ich meine Drohne so gut wie nie hergenommen habe. Und gestern wäre eigentlich die perfekte der perfekte Zeitpunkt gewesen, weil das Festival ja mitten im Wald ist und die Beleuchtung halt wirklich eine 10 von 10 war. Ihr werdet das wahrscheinlich eh in dem Video schon gesehen haben. Und davon noch geile Shots von oben wären halt schon dann, glaube ich, fürs Video eine 11 von 10. Deswegen bin ich jetzt hier wieder an einem schönen Fluss. Hier ist eine schöne Brücke, auch ein geiler Spot. Ich bin mal gespannt, wie weit ich mit meiner Drohne komme. Vielleicht kann ich euch noch ein paar geile Shots mit einbauen, beziehungsweise vielleicht das Festival von oben zeigen. Und ich hoffe, ich versenke sie nicht ins Wasser. Okay, Party geht noch richtig gut ab. Man kann es wahrscheinlich echt noch gut hören. Ich hoffe, es klappt. Also ich bin auch ehrlich gesagt noch nicht so oft mit der Drohne geflogen. Eigentlich sollte man ja einen glatten Untergrund haben. Ich habe halt jetzt hier Steine, aber ist halt so. Ich könnte ja rein theoretisch einfach diese Tasche hier nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt, aber hier vorne ist das Festivalgelände. Ich fliege mal noch ein Stück hoch.